In Berlin-Köpenick ist am Morgen ein Auto von der Langen Brücke in die Dahme gestürzt. Das Auto prallte während der Fahrt gegen einen Bordstein und stürzte rückwärts über das Geländer in den Fluss. Im Fahrzeug befanden sich 4 Insassen. Eine 18-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann konnten sich selbst befreien. Sie erlitten Unterkühlungen und wurden in eine Klinik gebracht. Der Fahrer, ein 18 Jahre alter Mann und seine 20 Jahre alte Beifahrerin mussten von Tauchern der Feuerwehr geborgen werden. Nach Angaben der Polizei schweben beide in Lebensgefahr. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt. Die Lange Brücke wurde für 4 Stunden gesperrt.